So, hey, willkommen, neue Let's Play Folge. Letztes Mal war es sehr chaotisch auf unserer Backhochzeit. Guckt mal die Folge an, es war echt zum Totlachen mit Marvin, der hat sich ausgezogen und ist aus der Chöre gerannt. Wie cool, die beiden haben das Ehegelübde, wo bist du? Erneuert, geht's doch ins Klo rein hier, kommt ihr doch da rein hier. Ich glaube, das ist gesperrt, Lea, ne? Das ist kaputt hier, unser Klo. Ja, ich komm nicht in das Klo rein. Warum nicht? Wegen dem Bild oder wegen was? Man weiß es nicht genau. Jetzt ist es auch die Säule. Ich zieh das Klo mal hier rüber. Klo kommt mal ins Eck hier rein. Geht das dann vielleicht? Ich weiß es nicht. Geht es jetzt? Ups. Hilfe beim Putzen bitten. Was ist das eigentlich? Auch irgendwie neu. Ja, das Klo, das hängt irgendwie, ist zu eng hier. Man muss das hier umdrehen, Leute, falls ihr auch die Hochzeitskirche habt. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, denn die Flitterwoche gehen nach dem Intro los. Dankeschön. So, das sind wir hier. Geht ihr nochmal alle auf Klo, bitte. Ihr müsst alle auf Klo hier. Ja, ein bisschen Hände waschen. Komm, mach mal Hände waschen, Zähne putzen. Ready, was machst du? Bist du hier auch noch am Handy? Handy ready? Ja, mit ihr war es letztes Mal auch sehr chaotisch. Die wollte auch gar nicht den Strauß fangen, ne? Ja. Oh je, Mene. Was macht ihr denn? Auch schlafen? Ja, alle wollen schlafen. Okay. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Marvin schon wieder hier duschen. Na gut. Willst du auch gleich duschen? Im Regen spielen. Kinder können nicht im Regen duschen. Oh, Marvin ist nackig hier. Wer darf das? Wir haben die Kirche hier gemietet, ja? Mädchen. So. Wir gehen nach Hause, ja. Es ist wieder alles, die Hochzeit-Ding ist in den Regen gefallen hier, ja. Ins Wasser gefallen. Ab nach Hause telefonieren. Oh je. Das ist immer so ein bisschen ernüchternd, ne? Wenn irgendwas schief geht. Aber klar, das Pack ist halt noch verbuggt. Wie sollte man das anders erwarten? Auch von ihr, ey. Nee, ist wirklich tatsächlich so. Man muss ja echt sagen, dass es ja immer wieder ja vorkommt, dass die Packs verbuggt sind. Wenn es natürlich dann das Hauptfeature ist, wie die Hochzeit, die nicht so ganz funktioniert, dann ist es natürlich sehr doof. Ja. Da-da-da-da. Villa Vinci hier, komm, wir gehen noch mal rein hier in die gute Stube. Wollt ihr mal ein bisschen hier, aber wir können doch mit Marvin noch. Oh, das wollte ich auch noch zeigen euch. Oh, das wollte ich auch noch euch zeigen. Wir haben ja hier dann, haben wir neue Gefühle bekommen. Das sieht man ja im Sim-Profil. Schwer verliebt hier, Verbundenheit für immer nah und eng, tiefe Verbundenheit, sehr, sehr toll. Zwei Sims, ein Herz, Ehegatte hier. Wir haben das Ehegelübde erneuert. Jetzt kommt unsere Kitty Cat hier auch rein, Leudis. Ja, wir haben leider auch keinen neuen Techtelmechtelort, ne, in dieser Welt. Was voll schade eigentlich ist. Das wäre noch was gewesen, aber wir haben ja einen Whirlpool. Ja, ich hätte nur gern tolles Wetter. Jetzt müssen wir wieder das. Haben wir noch die Maschine da? Nee. BB.enableFreeBuild. Das ist der Cheat zum Freischalten des Baumodus, wenn man den richtig eingibt. BB.enable Free Build. Alle Cheats gibt's auf simfans.de und auch auf dem Cheat der Mauspad. Die wichtigsten immer im Blick. So, Wettersteuerungsgerät. Das ist, glaube ich, das Objekt, was ich am häufigsten kaufe. Ist echt so irgendwie. So, Marvin hier, der hat am meisten Geschicklichkeit. Ich hoffe, das klappt. Aber gut, wobei jetzt auch Nacht ist, ne? Wir machen es trotzdem mal. So, come on. Huhu, es hat sogar geklappt. Sehr gut. Also gut. Lea und Marvin, ihr müsst jetzt nochmal hier ein Techtelmechtel machen, hier im Whirlpool, bitte. Komm mal hier raus, ihr Hübschen. Wir haben jetzt nämlich einen tollen Sonnenuntergang verpasst. Oh, das sind Glühwürmchen. Oh, schön. Und dann können wir nämlich da jetzt, habe ich nicht gesagt, wolkenloser Himmel, kommt das noch, oder was? Schon wieder voraussichtlich Regen hier, ne? Guck mal, das ist doch wundertoll hier. Na wundertoll. Kommt ab mit euch in den Whirlpool. Ab mit euch. Hier mit der Aussicht auf den Leuchtturm. Ja, der wird toll. Der wird richtig toll. So. Ich wäre jetzt hier eingestiegen, aber ist okay. Ja, Marvin mit der Taucherbrille. Stimmt, das haben wir gemacht, ne?
Zaga, naga, wollen wir ein Baby machen hier oder was? Jetzt geht's hier ab. Eine neue Runde hier. Sollen wir ein Baby machen? Wir machen jetzt einfach ein Baby. Mal gucken. Marvin, Marvin, wo bist du denn? Das passt voll gut mit der Taucherbrille. Ich finde das schön. Oh, Reddy spielt Videogames hier. Oh, da zwickt was. Ja, ihr habt euch geschrieben. Ich soll das weiterhin kommentieren hier. Aber das so witzig sei. Ich mach das alles spontan, ne? Oh. Wow. So. Oh, oh. Ja, das war gut hier, wa? Also, ich fand das hier sehr gut. Ja, und hier gleich Ganzkörperkondom an, ja? Marvin, das musst du jetzt ausziehen, weil wir wollen jetzt Baby machen, ja? Wir haben gar keine Musik hier. Ja, hoffentlich nicht. Das ist nämlich sehr, nervig immer, die Musik. Freaky Yips. Komm, mach mal ein bisschen Baby. Wieso macht ihr nicht Baby jetzt? Komm, mach mal hier, rumschmusen. Haben ja schon die Geier hier, oder was? Aber nicht, dass sie zwei Babys machen. Aber das wäre trotzdem nur ein Baby dann, ne? Die hat keinen Bock mehr hier. Raus mit ihr. Eine neue Runde oder nicht? Macht ihr ein Baby jetzt oder was ist los? Sagt nein. Bane, Baby in the pool machst, oder? Ja, komm schnell. Kinder sind im Bett hier. Ab mit euch. Voll schön hier oben, wa? Voll gut. Ihr müsst schon mal Namen schreiben. Bitte mir nicht unweiblich, ja? Dun, 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 dun. Daniel möchte ein Baby. In Hunde und Katzen konnte man wenigstens im Leuchtturm noch ein Baby machen, oder? Jetzt geht das auch nicht mehr. Voll schön. Es rappelt in der Kiste hier. Mann. Lea, jetzt wollen wir gucken, ob sie schwanger ist hier. Ist sie schwanger oder nicht? Das geht in Sims ratzfatz. Sie schläft wirklich auf der Couch. Wo ist unser Klo hier? Ich habe ja gar kein Klo im Erdgeschoss. Was ist denn das für ein Haus? Da muss man immer hochgehen auf Klo oder was? Schwangerschaftstest machen hier. 15 Simoleons kostet der Spaß. Lea, komm. Ruba, druba, ja. Suba, buba. Komm, geht ins Bett. Ab mit euch ins Bett. Ab ins Bett mit euch. Schlafen. Du auch schlafen, komm. Ready, du auch schlafen. Du schläfst schon. Sehr gut. Jonas, bitte hier oben schlafen. Auf der Couch wachst du immer wieder auf. Gut. Komm mal, Zuckerlager hier. Schnell, schnell. Alle mal hier. Schwangerschaftstest. Nein, Lea ist schwanger. Ihr erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ja, noch bist du rank und schlank. Hier hätte man nochmal das Hochzeitskleid hier. Du, ich bin schwanger. Oh, schon wieder. Oh mein Gott, ja gut. Oh, ich bin sehr potent. Jetzt bin ich aber müde, ja? Ja, ja. Cassini Panama. Wollt ihr nicht schlafen gehen, Mensch? Ich hab da gesagt, schlafen. 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 Schlaf, schlafen, schlafen, schlafen. Träumt vom Schatz. Mein Schatz. Boah, das Wasser schickt mich ein bisschen. Irgendwie wird mir davon schwindelig, wenn ich das angucke. Das haben sie ja auch schöner gemacht, wa? Wir sind schon wieder wach hier. Oder was ist hier? Nee, da geht nur die Zeit stockt wieder hier. Okay. So, Leute, wir wollen noch den Sonnenaufgang gucken hier, oder? Da kommt er da hinten, glaube ich, irgendwo. Irgendwo daher. Lea ist schwanger. Habt ihr echt Namen? Ich weiß nicht. Ich bin mir wieder so... Ich würde nicht die gleichen Namen nehmen wie aus der ersten Staffel. Ich würde das schon anders... Die sehen bestimmt noch anders aus, glaube ich mal, oder? Genetik ist eigentlich gleich.
eigentlich gleich. Ja, gut. Okay, Reddy, wir müssen für dich auch mal einen Typi hier suchen. Kannst du mal dein Kian da bitte anrufen? Geht das schon um 5 Uhr oder wann? Ich meine zum Urlaub einladen. Miau. Hey, Maulkatze. Streicheln. Kennenlernen. Komm, ruf dir mal an jetzt. Ich muss euch heute wieder alles zweimal sagen. Nee, hier. Einladen. Geht das nicht? Reißen. Ich wollte ihn doch jetzt einladen. Wieso geht denn das nicht? Ah, da kommt er schon hier. Guten Tag, guten Tag. Klatsch und Tratsch. Jonas macht eine Phase durch. Er hat eine gemeine Phase eingeläutet und ist fies zu anderen. Du. Ein gemeines Kind. Was ist das für eine Phase? Ich will das mal wissen hier. Gemein. Kindheitsphase. Es wird Zeit, gnadenlos gemein zu sein. Dies ist jemand böse Ader und lässt keine Gelegenheit entgehen, gemein zu anderen Sims zu sein. Ja, hoffentlich nicht zu Tieren hier. Umarmen. Du liebst ja Tiere, wa? Ready, wir müssen mit dir nämlich noch die Herzensbrecher, Ja, brauchst gar nicht so gucken hier. Herzensbrecher-Dingens hier am machen. Hände küssen. Heute geht's wieder ab. Hola, Kian. Mubna. Mubna hier. Ja, natürlich komme ich dich im Urlaub besuchen hier. 5 Minuten habe ich gebraucht, nicht mal, ne? Komm mal, meinen ersten Kuss. Ersten Kuss. So. Und dann machen wir Romantik. Ah, wie knuddelig. Was für ein schöner Knutschi. Kenshimei. Ich will doch jetzt hier das sagen, dass wir zusammen sind. Wie geht das denn? Händchen halten, fragen, ob Single ist. Muss man erst fragen, ob er Single ist? Oder kann man auch gleich knuddeln? Versuchen zu verführen. Oh, das hört sich gut an. Ja. Ich bin schon ein hübscher Typ. Bist du sicher, dass du Herzensbrecherin sein willst? Ah. So, ja, ich mach dich ja heiß. Halsküssen. Können wir nicht mehr Jungfrauen nachahmen? Was soll das denn? Oh, da geht aber eine ran. Bist du Single? Ich frag einfach mal. Und in der Dusche rumschmusen. Ihr rum. Da, bitte ein Freund zu sein, haben wir es doch. So, komm, wir gehen in die Dusche, oder? Yeah, Single. Natürlich ist er Single, ich habe ihn ja erstellt. So. Oh, Red muss, glaube ich, pieseln, kann das sein? Oder wieso läufst du schon wieder so verklemmt? Oder bist du nur schüchtern, ne? Aber nee, die müssen pieseln, glaube ich. Hey, im Schlafzimmer der Eltern. Oh je, Mini. Komm rein. Danke. Sie sind ja eigentlich unsichtbar in der Dusche. I don't get it. Jonas, was machst du denn? Haben wir eigentlich haben wir das Gameplay wieder auf vollständig? Ja, haben wir wieder auf vollständig, ne? Okay. Wieso stehst denn du da rum dann die ganze Zeit? Wartest du auf die Katze, oder? Dann lass die Katze. Lea hat zu be... Na! Was macht ihr hier in der Dusche? Gibt's ja mal gar nicht. Habt ihr das jetzt gecheckt, oder? Die wollten nur aufs Klo, ne? Das ist gar nicht gehört. Ich sag noch hier im Schlafzimmer der Eltern. Mama, wir waren nur uns waschen. Wasser sparen, ja? Ist ja gerade ein bisschen eng. Ah, wir haben alle Hunger. Ist er jetzt Freund oder nicht? Ist er jetzt Freund oder nicht? Das müssen wir gucken hier im Profil. Bestimmt hat die Mama wieder alles abgebrochen hier. Zusammengewachsen durch gute Zeiten, alles klar. Turteltauben Nachbar. Also natürlich wieder nicht, ne? Bitte ein Freund zu sein. Komm, mach das jetzt. Papa macht das Essen fertig. Marvin, was machst du da überhaupt? Sind das wieder so Tofu-Dinger da oder was ist das denn? Das sieht so komisch aus. Was machst du denn? Hähnchen. Chimichurri. Ah, wie gut, das mag ich voll. Komm. Ab mit dir nach oben. Willst du mein fester Freund sein? Ja, yes. Juhu, yes. Sehr gut.
Jetzt musst du mir fremdgehen, Mädchen. Das sagt er nicht, weil er weiß es gar nicht. Man muss Paare in Zweien-Status Ex mit anderen Sims erreichen. Verlorenes Spielzeug. Ja, so weiter hier. Und beim Betrügen erwischt werden. Oh, jetzt müssen wir den. Jetzt müssen wir eine Runde bilden hier, wa? Ihr knutschelt ja schon wieder rum hier. Runde bilden. Zur Runde hinzufügen, genau. Runde hinzufügen. Okay, jetzt müssen wir einen anderen hier mal ausfindig machen. Bist du Teenagerin? Ja, sehr gut. Greta Thunberg, nee. Laurent, okay. Haha, ich passe zum Brunnen farblich. Kokett vorstellen hier, natürlich. Kommt, springt. Oh, du musst immer noch pieseln, ne? Oh je. Ready, es tut mir leid, du pieselst dich an, aber... Du musst es mal lassen. Sorry, du musst erst pieseln gehen. Ich dachte, du wärst schon gewesen, aber nee. So, hier und dann. Und nochmal hier. Vorstellen, fröhlich wegen mir dann. So, erst pieseln, ja? Papa hat Mamfi gemacht hier, oder? Ja, guck mal an. Oh, die sehen ja mal gut aus hier. Eigentlich bist du unsere Köchin, dachte ich. Jetzt sind wir verheiratet hier. Noch seid ihr verliebt. Frisch verliebt, da wird es ja besser. dann wird es nur noch besser jetzt, ja. So, bist du schon fertig? Komm, ready. Wir wollen heute ein bisschen Typen aufreißen gehen. Oder Mädels. Red habe ich irgendwie... Ist B bei mir jetzt einfach. Oder? Red. Machen mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wir nehmen das nächste... Geschlecht ist egal. Das nächste, was uns über den Weg läuft. Oder Kian macht sich schon ran an die Nudel da hinten. Schnell. Hola. Oh, guck mal, das ist die aus dem Trailer. Kennt ihr die? Die Camille. Uba, duba, hier. Wir probieren das jetzt einfach hier. Flirten. Ist das schon Fremdgehen? Was ist ein Fremdgehen? Beim Betrügen erwischt werden. Romantische Sozialinteraktion in der Nähe eines Freundes. Ja, das ist doch nicht. Flirten. Oh, jetzt minus Liebe hier. Ja. Ah! Hat sogar gezählt. Kann man jetzt noch mehr? Oder muss man das mit verschiedenen Sims? Ja, wir sind gerade erst zusammen und schon geht sie mir fremd und flirtet mit den Mädels, weißt du? Ah ja. Die kann euch noch was erzählen, die Camille. Ist voll die Hübsche übrigens. Guck mal die an. Die hat nämlich so mit ihrer schon das Gelübde erneuert im Trailer, ne? Das zählt echt bei jedem Mal. Hier eine Rose. Oh, für mich, dankeschön. Oh je, der Arme. Ja, oh, du Armer, ne? Na komm, lass dich streicheln hier. Oh je, Mene. Der Arme. Du bist ja schon eine Hübsche. Hübschi. Badu. Wow, es ist schon auf Rot hier. Der wird hier nur aggro, du. Sind das auch Teenager hier? Nee, ne? Erwachsene, Seniorin. Bist du Teenager? Warte mal. Warte, ist das doch der Dings hier aus dem Brand, genau, der Brand Hacking aus dem Hunde- und Katzen-Dings da, ne? Na gut. Tja, so ist das wohl. Hier fünfmal schon erwischt werden. Status X erreichen. Da müssen wir das jetzt mal machen. Freundschaftsringe tauschen. Ne, wir müssen jetzt sagen, wie kann man das denn trennen? Wie geht das denn? Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Was ist denn du für ein komisches Outfit an? Nee, ich glaube, ist das dann bei gemein oder so? Aber eigentlich ist es ja nicht gemein, oder? Sich trennen. Was unter gemein? Aber eigentlich ist es doch nur nicht gemein. Red, du musst dich trennen. Wir müssen Status X mit anderen Sims erreichen. Fünfmal. Jetzt ist er weg. Er hat sich verpisst hier. Dein eigentlicher Freund. Red, du bist schon gemein. Die juckt das auch kein bisschen, ne? Die ist immer noch voll. Voll Hottie-Floddy. Wo ist denn jetzt nochmal das Beziehungen-Menü? Ich bin schon wieder hier blind. Hier, da war's doch. Kamera zentrieren. Da ist er doch. Guck mal.
Wow, oh, der Arme. Ich könnte ihn wirklich hier knuddeln hier. Oh je, gemein. Gemein. Garten beleidigen. Was für ein Garten hier. Oh, die Harten kommen in den Garten. Ja, ich bin eine Herzensbeherrin, wisst ihr? So mir in der Genetik hier drin. Oh, den kannst du ja noch fragen da hinten. Junge Erwachsene, geht das auch? Können Teenager mit jungen Erwachsenen zusammen sein? Hör mal auf zu labern. Komm. Oh, da kommt da hier der Kian. Oh, man, already, du bist so fies. Der ist voll Müllmädchen. Abblitz. Red Green macht mit Kian all die, verpiss dich schnell. Ich esse aus. Es ist wirklich aus, du. Es tut mir so leid, ja, aber es war nix. Sehr traurig ist er, aber ja. Jetzt müssen wir die andere noch fragen. Wo sind die Nudeln jetzt hin? Einladen, abzuhängen hier. Hier, einladen, abzuhängen. Hola Mädchen, wo du bist? What's Red Doctor? Hey, ich habe jetzt Schluss gemacht. Können wir zusammen sein, ja? Wir machen kurzer Prozess hier, kurzen Prozess. Greta Thunberg wird gleich da sein. Oh je. Was ist hier da oben? Ist doch falsch. Ist doch falsch hier. Ist doch hier falsch. Sind wir schon Ex? Okay, jetzt gucken wir mal da rein, was das hier gemacht hat. Verbittert über Trennung. Red kann den Ärger darüber, wie sie. Oi, 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 zornig. Wut. Was haben wir da oben noch? Es ist sehr prekär. Nachbar getrennt. Stimmt, wir sind ja auch Nachbarn, der wohnt gegenüber. Wenn unser Haus brennt, dann rufen die nicht die Feuerwehr. Oh, das war früher ein Witz, ne? Mittlerweile gibt es ja Feuerwehr. Ja, geil. Okay, ready, come. Boah. Aber es ist schon krass, das zu spielen. Aber das mit dem Betrügen erwischt werden 10-mal, da dachte ich, das ist irgendwie so, ne? Wenn man jetzt jedes Mal eine Interaktion macht, zählt das schon einmal. Ich dachte, es sei heftiger. Und Paare entzweien, da weiß ich noch nicht so genau. Für Sozialinhalt sich trennen, um einen Sim zu überzeugen, seinen Schatz abzuservieren oder sich von ihm scheiden zu lassen. Wo gehst du jetzt wieder zu Kian? Wir müssen jetzt hier mit ihr zusammen sein, hier. Nase schnipsen. Geht nicht. Düsteres Kompliment. Ah, das geht jetzt nicht. Ja, dann müssen wir... Wo ist denn die Camille hin? Weil die können wir ja dann auch... Boah, das wäre jetzt fies, ne? Die zwei Hübschen aus dem Trailer hier sich scheiden zu lassen. Boah, die sind echt böse. Was sagt ihr dazu, wie sich hier unsere Story entwickelt? Bitte schreibt es mir mal. Vielen lieben Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Und... Ja, Lia ist schwanger. Was ich vorgespult habe. Sei einfach weiter nett. Ja, wenn ihr wüsstet, hier, oh, ihr kriegt auch Nackenschmerzen mit dem Fernseher hier. Naja. Typisch Ami, ne? Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Euer Daniel. Dankeschön. Tschüss.